Katalpa steht für Center of Advanced Technology, aber dann für Assisted Learning und Predictive Analytics, um den Rahmen so ein bisschen abzustecken. Ja, das Konzept beruht vor allen Dingen darauf, dass diese verschiedenen Expertisen, die aus der Informatik, aus der Computerlinguistik, aus der Lernwissenschaft, der Psychologie, der Bildungswissenschaft und angrenzenden Bereichen zusammenkommen, keiner von denen alleine würde die Fragen beantworten können, die sich daraus ergeben, dass wir eine Personalisierung von Lernen adressieren wollen. Aber wenn wir zusammenarbeiten, dann haben wir eine riesige Chance, das voranzubringen und das zusammen, die Studierenden ihrer Menge und ihrer Unterschiedlichkeit und die anderen Strukturen, die nicht Katalpa sind, damit uns eng verbunden sind, die geben ein fantastisches Umfeld her. Es geht besonders gut, weil wir hier so ein interdisziplinäres Team sind. Ich als ausgebildeter Informatiker und Computerlinguist, wir entwickeln also in erster Linie Technologien, sprachtechnologische oder künstliche Intelligenz. Aber bis die dann sozusagen den Weg in das Studium finden, dazu braucht es noch viele Schritte. Und da haben wir also in Katalpa glücklicherweise die ganzen Kolleginnen, die sich mit Bildungswissenschaft und Psychologie und Bildungstechnologien beschäftigen, sodass die ganzen anderen Bereiche, die man braucht, um von der Technologie in die Praxis zu kommen, dann entsprechend auch abgedeckt sind. Wir als wissenschaftlicher Nachwuchs am Forschungszentrum Katalpa haben hier ganz besondere Bedingungen, weil wir mit großen Datenmengen arbeiten können. Die Erkenntnisse aus meiner Forschung sollen später die Bildung verbessern. Und das insbesondere in digitalen Bildungssettings, in der Fernlehre zum Beispiel. Das heißt, wir können hier personalisierte Lernangebote entwickeln und in die Anwendung bringen und so für die Implementierung in den Lehrbetrieb vorbereiten oder eben halt auszuprobieren, ohne Risiken für die Studierenden einzugehen. Am Ende des Tages sollte natürlich Bildung irgendwie gerechter werden, weil wir auf mehr Zielgruppen eingehen können und hier mehr Forschung zu Diversität betreiben können.